Ihr müsst euch lebenslang üben in dem Marshmallows-Experiment. Das kennt ihr ja, Matt. Also wenn ihr vor dem Mohrenkopf sitzen könnt und könnt es aushalten, dann werdet ihr große Karriere machen, glücklich sein, gesund, schöne Frauen und Männer kriegen und alles. Und schlank bleiben. Ja, ja, da hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr tun müssen an der Ecke. Ja, ich glaube, es ist jetzt sehr vieles gesagt und ausgetauscht und trotzdem ist es nicht schlecht, wenn wir es noch ein bisschen vergemeinschaften. Wir müssen es aber auch nicht unnötig lang ausdehnen. Aber wäre schön, es waren ja jetzt 4 Gruppen, wenn wir einfach einen kleinen Stimmungsbericht hätten. Wie ging es euch? Wie ist es nachgeschwungen in der Gruppe? Und was hat euch beschäftigt? Dass wir ein bisschen was austauschen und dann machen wir einen Gesamtabschluss. Welche Gruppe fängt an? Also wir hatten erstmal das Glück, dass wir eine Unternehmensvertreterin dabei hatten. Das war dann, dass wir ein bisschen auch noch fragen konnten. Aber ich will auch berichten, was hat uns bewegt. Und ich halte es auch kurz. Also das Thema war ja nochmal die Balance halten. So dieses Fördern und Fordern kam nochmal raus. Und diese Vertrauenskultur, also eine Führungskultur, die auf Vertrauen aufbaut. Aber da ist das Thema Vertrauen gegen Leistung. Das ist ein ganz klares Prinzip. Und wir haben gefragt, wird es wirklich so gelebt? Und sie sagte, ja, Entscheidungen werden wirklich nach unten delegiert. Das zeichnet die nochmal aus. Und wir haben sehr kritisch auf das Thema Wachstum geguckt. Auch so im gesellschaftlichen Kontext, um zu sagen, ist es das Wachstum um jeden Preis? Und dann kam aber noch für uns alle überraschend raus, dass es dort ein großes Wachstumpotenzial gibt. Es heißt ja, wir sind Weltmarktführer, aber dass es dann 5% sind des Marktes, hat uns sehr überrascht. Also ist da wirklich also auch nochmal Potenzial. Und wir haben gesagt, wie verkraftet die Führungsstruktur dieses Wachstum? Und da ist uns bestätigt worden, gut, das passt. Und wir haben nochmal drauf geguckt, dass diese Mentalität eine besondere Rolle spielt, hier aus der Region. Und das Thema Respekt, dass wir sagen, es gibt kein Kompetenzmodell, weil es eine dezentral geführte Struktur ist, um zu sagen, was ist das Übergreifende? Und das ist so das Thema, wir packen es an, wir haben Respekt. Und was wichtig ist, ist ein gut funktionierendes Netzwerk. Also es ist vieles auf der Beziehungsebene. Und das war dann nochmal auch bis hin zu einem offenen, interaktiven, internationalen Seminarprogramm, wo es wirklich darum geht, wie kriege ich mit, was da alles läuft. Und wir haben gefragt, was wir nochmal anders erlebt haben als bei anderen Unternehmen oder Präsentationen, dieses Geschichtenerzählen, ob sich das durchzieht. Und das ist ja, das ist die Kultur des Geschichtenerzählens, wo auch wirklich ja Modelle oder auch Begrifflichkeiten wirklich transportiert werden. Wenn du sagst, ja, haltet euch kurz, was heißt das? Na, dann ist es ja immer, jeder hat einen anderen Bezugsrahmen und diese Geschichten werden weitererzählt und füllen wirklich diese Kultur. Punkt. Ich mache gleich weiter. Wir hatten auch das Glück, eine Unternehmensvertreterin dabei zu haben, haben sie natürlich auch gelöchert. Also was auf uns gewirkt hat, war dieses Spannungsfeld, was wir alle gespürt haben. Also so wie du es auch gesagt hast, wir waren so energetisiert. Diese starke Erfolgsorientierung, aber gleichzeitig funktioniert es irgendwie. Die Mitarbeiter scheinen zufrieden zu sein, weil es eine geringe Fluktuation gibt, so eine hohe Retention Rate da ist, bei diesem enormen Leistungsdruck, den wir gespürt haben. Und wir haben dann auch gefragt, mein Gott, wie geht denn das überhaupt? Und sie haben dann auch gesagt, ich weiß auch, eigentlich weiß ich auch nicht, wie es geht, aber wir haben dann so ein paar Punkte rausgefunden. Und zwar einmal, dass Mitarbeiter gefragt werden, wie es ihnen geht, ständig, dass es da einfach Konzepte, Instrumente dafür gibt. Mitarbeiterbefragung, also Klassiker, die wir auch kennen, aber auch so ein Patensystem, dass jemand vom Innendienst zum Außendienst rausgeht und dann einfach auch fragt neue Mitarbeiter, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Deine Zahlen sind eben nicht so gut, wie kommt das? Oder aber jetzt nicht im Sinne von Kontrolle, sondern brauchst du eine Unterstützung? Verstehst du dich vielleicht mit deinem Vorgesetzten nicht so gut? Hat der seine Lieblinge und du kannst dich da gar nicht entfalten? Also eine große Fürsorge.
Was auch dazu beiträgt, ist, dass sehr viel getan wird, um so ein Team und ein Wir-Gefühl zu stärken, durch diese Mitreisen. Es gibt immer wieder dieser Austausch, dass Leute vom Innendienst eben mit den Außendienstlern mitfahren und dadurch auch und umgekehrt, um einfach die gegenseitigen Anforderungen im Job besser zu verstehen. Und das Patensystem wäre auch ein Punkt dafür. Und was wir gehört haben, ist einfach, was dazu beiträgt, ist, dass der Einzelne so einen hohen Freiheitsgrad dann auch hat in seinem Arbeitsgebiet, was auch immer das ist, und Regeln überschreiten darf. Dass es einfach auch im Kopf ist, wenn es der Sache oder dem Ziel gut tut, dann kann ich so eine Regel überschreiten. Und das fördert auch so dieses Unternehmertum. Also Leistung gibt dir Freiheit. Beispielsweise, es gibt auch keine Arbeitszeiterfassung, sondern es gibt eine Vertrauensarbeitszeit. Die kann natürlich in beide Richtungen wirken, aber das wird als positiv erlebt. Was schon auch als Herausforderung gesehen wird, ist, dass eben so viel Spannung da ist. Die muss man auch aushalten, allein durch diese vielen Veränderungen. Es gibt einfach sehr viele Changes. Da werden Teams wieder neu aufgemischt, wenn es irgendwo nicht funktioniert. Das ist natürlich eine Herausforderung auch für die Leute. Und da kommt dann schon mal die Frage auf, oh Mann, was kommt jetzt schon wieder Neues? Ja, also das gibt es dann durchaus auch. Wir haben für uns dann so gedacht, Mensch, wie wirkt denn das auf uns? Eigentlich sind das so amerikanische Managementprinzipien, Freedom to Act beispielsweise, Delegation of Authority, was wir kennen. Gleichzeitig aber kombiniert mit so einem etwas feudalen System, so ein, dieser gute Patriarch, der da eben auch da ist. Also eine interessante Kombo. Übrigens heißt der Betriebsrat hier, oder es gibt keinen Betriebsrat, es gibt einen Vertrauensrat, der ähnliche Funktion hat, aber da gibt es doch schon Unterschiede. Was wir als Herausforderungen sehen, das eine, was ihr eben auch schon angesprochen habt, ist dieses Thema Wachstum. Kann es das immer geben, also auch in diesem globalen Kontext, aber auch ist das ein Unternehmensbild, was wirklich trägt, gerade mit diesem Triptychon, was so beschrieben wurde, mit diesem Wachsen, Sein und Vergehen. Und solange wir wachsen, halten wir uns fern von dieser Klippe, wo es mal abwärts gehen könnte. Das ist natürlich das auch ein bisschen angstbesetzt. Also wenn das, wie lange trägt das, hat uns beschäftigt. Und dann auch, es gibt ja auch die Generation Y, Generation Y, die dann nachkommt, die echt auch anders drauf ist. Und können die sich mit diesem Wertesystem anfreunden? Ja? Also wie können die integriert werden? Wir sagen, oh, der Alte, ja, also kommt mir doch jemand mit diesen Alten, mit dem Alten oder den alten Geschichten. Ein Teil wird sicherlich, was Sie ja auch haben, aufgefangen durch diesen Generationendialog. Hatten wir gestern auch kurz darüber gesprochen, wo die alten Hasen mit den jungen Hüpfern, die Häuptlinge mit den Novizen zusammengenommen werden, um sich auszutauschen. Also das ist sicherlich ein Element, was da helfen kann. Aber nichtsdestotrotz wird das eine große Herausforderung sein. Und das Thema Frauen hat man ja auch kurz angeschnitten. Man sagt, wow, das ist echt ein bisschen unterrepräsentiert. Ja, da werden sich hier einigen die Nackenhaare gestellt haben. Also meine haben sich schon mal gekräuselt zwischendrin. Das weiß ich auch nicht, wie das einfach mit Blick auf die Generationenentwicklung, wie wird da sich verändern werden muss. Danke. Ja, wir hatten das Glück, keine Vertreterin zu haben des Hauses. Folglich haben wir auch hier so ein bisschen immer wieder da gepiekst und gekratzt an verschiedenen Stellen. Dann in drei Sätzen, wir fanden, auch im Vergleich mit gestern, wichtig scheint es zu sein, stimmig zu sein, stimmig in sich. Das war sowohl heute als auch gestern. Das zweite war, wo eine Sonne ist, sprich hier RW, dann leuchtet es einfach patriarchal, aber wo Sonne ist, ist auch Schatten. Das gehört halt dazu. Und dann haben wir nochmal auch wieder geschaut auf gestern und heute, weil, wie soll ich das ausdrücken, der gestern, der wollte auch was von uns wissen. Und heute der hat uns einfach was gezeigt, wie schön es ist, die Geschichten. Und da ist auch gleichzeitig der Gedanke gewesen, wie viel Wert ist die Ausbildung bei Stahl und wie viel Wert ist die Ausbildung bei Wirth?
Danke. Entschuldigung, ich habe den letzten Satz nicht kapiert. Ah, prima, jetzt. Das war nochmal die Frage, welchen Wert hat die Bildung innerhalb der Unternehmenskultur bei Stahl und bei Würth? Und die Vermutung war, dass bei Stahl mehr gebildet wird, mehr Ausbildung ist als und mehr Wert gelegt wird auf Bildung, auf Know-how und auf Weitergabe. Ich habe gestern und heute verglichen. Gestern, der Herr Schumacher, der wollte von uns was wissen. Er wollte von uns nichts wissen. Und ich denke, wenn man was wissen will, das ist der Anfang von Bildung. Ist einfach mal ein Satz gesagt. Man muss vielleicht aufpassen, dass man Bildung jetzt nicht mit Seminartätigkeit gleichsetzt, weil wir haben ja gehört, dass hier sehr viel Bildung durch Lernen am Arbeitsplatz und Austausch am Arbeitsplatz stattfindet. Aber das nur jetzt nebenbei. Okay. So, also ich habe meiner Gruppe versprochen, unsere lebhafte Diskussion in einem Satz zusammenzufassen. Das ist auch ziemlich einfach. Der Satz heißt, der Patriarch an sich ist nichts Böses. Und dahinter verbergen sich ja noch andere Themen, wie wir da hingekommen sind. Wir hatten niemand von Würth selber dabei, sondern wir haben einige lokale Leute aus dem lokalen Hintergrund. Und das war sehr kontrovers. Das heißt, wir haben geguckt, wie wirkt es auf uns von der Art Verkaufscharakter, Vertriebscharakter, die durch Herrn Heckmann auch rüberkam. Sehr eloquent, sehr charmant, sehr erfolgsorientiert. Das war sehr überzeugend und gleichzeitig waren so einige Zweifel da, bis hin zu der Aussage, wir würden hier nicht arbeiten wollen. Und das haben wir versucht ein bisschen zu diskutieren und dann war sehr wichtig, also so aus unseren Kreisen heraus zu sehen, wir sind sehr stark PEler, Coacher, Berater, sehr stark humanistisch orientiert. Und da haben wir sicher andere somatische Marker als die Hohenloher Familientradition, die stolz ist, die dazugehört, wo hier die ganze Region von lebt, nicht nur von Würth, sondern auch von ganz vielen anderen Unternehmen. Und da fehlte uns eigentlich ein bisschen der fachliche Einblick, was passiert wirklich im Unternehmen. Also da sind wir natürlich jetzt, da hatten wir da wirklich den Nachteil, nicht jemand von Würth dabei zu haben, wo wir dann solche guten Aussagen haben. Aber es gab viele Dinge, die uns auch beeindruckt haben, zum Beispiel Vertrieb lebt einfach viel von der persönlichen Führung. Das wird sehr ernst genommen. Das wird auch sehr glaubhaft, wurde es so dargestellt, dass es innerhalb dieser Eagle-Encounter-Gruppe, dass das ganz schön gut auch auf den Prüfstand gestellt wird, die persönlichen Beziehungen, die es da gibt und darüber auch dann eben die Mitarbeiter zu führen. Und was natürlich auch beeindruckt, ist das ganze Soziale, die ganzen Aktivitäten, also alles das, womit wird hier die ganze Region sozusagen belebt. Also das fanden wir schon sehr stark beeindruckend. Ja, vielleicht soweit. Habe ich es richtig dargestellt? So im Großen und Ganzen? Ich sehe nickende Stimmen, danke. Gut, also. Gibt es das Bedürfnis, zu den Berichten noch was zu sagen, zu fragen? Ich nehme dies als ein priorisiertes Interesse an einem baldigen Ende. Ja, also das mit den 5% beruhigt mich, ja, weil mich ein bisschen hat mich diese, also das ist jetzt ein eigener Kommentar, eigene Resonanz, dieser einerseits diese Leistung gegen Vertrauen ist mir jetzt gerade aus einem der Berichte hängen geblieben. Darauf muss ich noch rumkauen. Aber ich finde es natürlich, ich bin ja selbst Schwabe und Unternehmer. Es ist klar, Vertrauen macht nicht die Unternehmensgesundheit und auch allein, sondern es muss eben im Zusammenspiel sein. Gleichzeitig diese bedingungslose Wachstumsorientierung, da kriege ich dann Atemnot. Und denk so, da sind wir einfach apokalyptisch unterwegs auf dem Planeten E. Also
das sehe ich noch nicht, wie das abgelöst werden kann in nachhaltige, ressourcenschonende, menschenschonende Wirtschaften. Also ein Beispiel dafür ist das offenbar nicht. Aber es hat ja heute auch noch keine Lösung. Also es regt mich auf jeden Fall sehr an. Was ich ein bisschen besorgt bin, ist, dass es so eine Mythologie ist, wachsen bis zum Untergang, wo der ganze Planet eh unterwegs ist. Und das mit Hurra. Also da braucht es irgendwie doch noch mal was anderes. Klasse finde ich, dass wir hier so offen darüber reden können. Dass wir uns als Gäste nicht daneben benehmen, wenn wir offen sprechen. Das finde ich eine sehr chancenreiche Situation, sowohl für die Kultur, die wir hier kennengelernt haben, wie auch für die Kultur untereinander im DBVC. Da dürfen ja auch nicht so leicht wir Coaches und Dienstleister nicht so leicht mit Steinen werfen. Auch wir wollen einfach gerne, was wir eh schon gebastelt haben, möglichst breit und teuer verkaufen. Also diese merkantile Einstellung, die dürfen wir jetzt nicht immer bei den anderen sehen. Und das manchmal ist man dann immer etwas hämisch gegenüber denen, die es geschafft haben. Und wenn man es selbst auch hingekriegt hätte, wäre man vielleicht nicht ganz so kritisch. Also da ist gut, wenn wir da auch ein Stück Einkehr halten. Jetzt habe ich verschiedene Ansagen zu machen für den Abgesang. Das eine ist ja, wir versuchen ja dank Frieda, unser Medienspezialist am ISB, und der René, der an der Kamera steht, wir versuchen ja medial schnell Dinge verfügbar zu machen. Es sind jetzt, wir haben mit der DBVC-Website noch nicht diesen schnellen Austausch und haben uns geeinigt, dass wir, weil wir die Infrastruktur dafür haben, das auf die ISB-Website tun. Also ISB-Website, dort unter Events findet ihr dieses Event, das wir in Vertretung für den DBVC dort zur Verfügung stellen. Da ist schon das Audio, die Audios von gestern. Es sind schon die Charts von heute. Die Charts von gestern werden schnell nachgereicht. Und die Videos in den nächsten Tagen. Da ist gerade, glaube ich, hier das Video hier soll noch mal einem Check unterzogen werden, weil da doch einiges sehr freimütig gesprochen wurde in der Annahme, es wird diesem Kreis nur zur Verfügung gestellt. Aber wir stellen es ja auch etwas breiter zur Verfügung, sodass wir da noch eine Freigaberunde und eventuelles Durchforsten noch mal einlegen müssen, bis wir das ganz frei haben. Für gestern gilt das, glaube ich, nicht. Das Video von gestern. Ja, also ihr seid eingeladen, Mensch, solange selbst, also die Audios sind unzensiert, ist erstmal drauf, da verbreiten wir aber auch noch nicht groß, könnt ihr euch selbst bedienen für diesen internen Kreis. Und das, was dann längerzeitig auch als Video zur Verfügung steht, müssen wir dann nochmal durchgucken. Ihr seid aber sehr eingeladen, anderen zu sagen, wenn ihr es gut fandet, das war klasse, guckt ihr mal das Video an. Sodass die nicht da waren, heute einfach eine Möglichkeit haben, nochmal Anteil zu nehmen und vielleicht auch motiviert werden, nächstes Mal zu kommen. Ich erinnere daran, dass das Dialogforum nächstes Mal, das 10. Mal, immer am letzten Freitag, Samstag im Januar ist. Also man kann das auf 100 Jahre im Voraus planen. Und ihr seid auch eingeladen, soweit ihr interne seid, andere interne Interessierte anzusprechen und mitzubringen. Auf der Berater- oder Dienstleister-Anbieterseite ist es nur für DBVC-Mitglieder offen. Da kann nicht jeder eingeladen werden, obwohl viele natürlich hier gerne wären und am liebsten das natürlich als Marketingplattform mitnutzen würden, was wir auf keinen Fall wollen. Es ist ja ein Dialogforum. Nein, das ist der nächste Punkt, vielen Dank. Also wir sind offen dafür, sowohl einladende Unternehmen genannt zu kriegen, wie auch mit dem Thema. Wir haben gestern schon mal angefangen, darüber so zu reden. Da sind euch noch mal ein paar hochrangige Unternehmen hier eingefallen. Da haben wir gesagt, noch mal Hohenlohe. Es sind jetzt auch einige, die Jahre gekommen sind, diesmal nicht dabei gewesen. Es war das Thema zu weit weg? Ist es Hohenlohe zu weit weg? Ist es zu wenig konzernorientiert? Müssten wir mal. Diesmal war mir wichtig, jetzt
internationale Mittelständler zu nehmen und nicht das IT-Unternehmen wieder, weil wir vor 2 Jahren ja erst bei SAP waren. Nächstes Jahr müssten wir vielleicht wieder ein bisschen mehr in eine Richtung, in eine Metropole gehen und vielleicht auch wieder auch die Konzernstrukturen, die halt doch ein wichtiges Klientel und wichtige Partner sind für die vielen Coaches. Da sind wir noch am Rummachen als Thema. Wir hatten ein paar sehr erlesene Themen, die aber vielleicht dann zu anspruchsvoll sein könnten. Vielleicht irgendwas Coaching und OE, also diesen Zusammenhang. Vielleicht aber auch irgendwie nochmal wieder was Gängigeres wie Psychotherapie, Coaching, OE, Abgrenzungen, Zusammenhänge, wer bewegt sich eigentlich wie wo, macht sein persönliches Portfolio oder wie geht man damit um, dass wir eigentlich das ganze Spektrum irgendwie kennen sollten und trotzdem natürlich nicht jeder alles abdecken kann. Wie gehen wir dann mit individuell, institutionell um, von der Vernetzung von Anbietern, könnte vielleicht dann wieder ein sehr breites Thema sein. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht spontan irgendwelche Reaktionen auf diese, auf das erste Gestammel dieser Art? Nicht wirklich. Erst verdauen, okay. Ich möchte euch, also wie gesagt, bitten, im Kettenverfahren zu werben, dass auch Leute kommen, die zu uns passen. Da hat sich sehr bewährt, dass man es jemandem weitererzählt, den man gern dabei hätte. Für das Geschmack machen, Lust machen auf die Veranstaltung hier, ist auch immer gut, wenn wir ein paar Statements auf die Website schreiben können, wie es denn für euch war. Also wenn ihr euch die Mühe macht, in den nächsten 2 Tagen einfach mal noch 2 Zeilen an das ISB zu schreiben, wie ihr die Veranstaltung charakterisieren würdet oder was ihr jemandem anderen sagen wolltet, um zu empfehlen, nächstes Mal doch dazu zu kommen, dann wäre das vielleicht eine Hilfe. Gut, da ist eine Meldung. Nur eine kurze Frage, warum kommen die Filme nicht auf die Webseite von unserem Verband? Technische Probleme? Wir haben einfach noch keine Tradition dafür entwickelt, das auf eine schnelle Weise zu machen. Im Prinzip gehört das dahin, haben wir auch immer so gesehen. War bisher irgendwie auch keine Notwendigkeit. Wir haben es schnell gemacht und die mussten sich nicht damit beschäftigen. Und man kann das ja auch dann mit einem Link machen. Aber müssen wir einfach noch mal drüber nachdenken. Es gehört natürlich auf die DBVC-Website. Ich fände es sehr schade, wenn es nicht auf die Verbandsseite kommt. Ja, klar, gern. Ich würde noch ganz gerne was sagen zum Thema Unternehmensvertreter. Also wenn ich hier in den Kreis schaue und sehe, dass so viel mehr DBVC-Mitglieder hier sind als Gäste aus Unternehmen, dann packe ich mich erstmal an meine eigene Nase, aber bitte auch euch an eure Nase zu packen, wie viel Aufwand, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr darauf verwendet, Gäste aus Unternehmen zu finden, weil ich glaube, das wird ganz deutlich, dieses Forum lebt davon, dass viele Gesprächspartner aus Unternehmen da sind und nur dadurch kriegt das Ganze Sinn. Ich meine, unsere eigenen Veranstaltungen, die haben wir selber. Also und im eigenen Saft schmoren können wir auch. Von daher, ich nehme mir vor fürs nächste Mal, dass ich aktiver auch nachfragen werde bei den Kunden, wer gern mitkommen möchte, noch ein bisschen mehr Werbung machen dafür. Und ich fände das wunderbar, wenn ihr das auch machen würdet. Und eine ganz... Danke. Und für die Präsidiumsmitglieder. Ich glaube, wir können ein bisschen früher mit der Präsidiumssitzung anfangen. Die wird hier im Raum stattfinden, da hinten am Tisch. Und ich schätze, um 14:30 könnten wir doch wahrscheinlich gut anfangen. Sehe ich nicken, ja. Ja, Bernd, ich würde dir gern nochmal danken, weil du machst von Anfang an die ganze Organisation und das ist nicht wenig. Kathi. Auch an den Dank dahinter. Der Kathi zu danken. Und ich habe sehr die Hoffnung, dass du das nächste Mal noch weitermachst. 50 Jahre oder so. Oder zumindest das nächste Mal. Wäre vielleicht dann auch genau. Nach 10 Jahren auch ganz gut, wenn es mal jemand übernimmt. Super. Ne, ich finde es ganz toll. Ich finde es wirklich gut organisiert. Und ich weiß, da steckt einiges an Arbeit hinten dran. Ja. So
Ja, so schwer ist gar nicht, aber das macht die Kultur, dass wir es leicht haben. Und es ist auch Kultur vom DBVC, dass Leute sich eben wirklich einsetzen, dass wir nicht einfach nur Mitglieder wollen, die halt zahlen, nie erscheinen, nie was tun, sondern es Aufforderung an alle, sucht euch die Felder, wo ihr euch engagieren könnt. Das wäre super. Danke. Ich weiß nicht, ob dich jeder kennt, das ist der Uli Dehner, DBVC-Vorstand. Gut, ich glaube, dann bleibt es nur noch Tschüss zu sagen. Ich habe vorher, bin ich unten durch die Ausstellung gegangen, dass ich die wirklich auch mal gesehen habe. Und im Museumsshop gibt es die ganzen Bücher, also das, aus dem ich zitiert habe. Ein neueres Buch zum 60-jährigen Jubiläum des Unternehmens, ein Buch über die Aktivitäten von der Frau Wirth, auch was dieses Hotel betrifft und dieses Konzept der integrativen Arbeit. Also wer da Lust hat, drin zu schmökern, es anzureichern. Und es gibt einen schönen Bildband über Hohenlohe, den habe ich gekauft für meine Frau. dann könnt ihr da nochmal ein kleines Erinnerungsstück mitnehmen. Ja, ich finde es toll. Irgendwie hat es auch ein gutes Format. Ich finde es schön, dass wir auch ganz stabil beisammen geblieben sind von ein paar, die halt früher weg mussten. Muss jetzt nicht riesig wachsen, aber es dürfen 20 oder 40 mehr sein. Dann werden wir noch nicht gleich einen Kulturschock erleben. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch ein gutes Lunch und dann eine gute Heimreise. Und wenn ihr euren Rechner aufklappt, denkt an die drei Zeilen E-Mail, die wir vielleicht brauchen könnten. So ein bisschen Engagement an der Stelle wäre gar nicht schlecht. Und den Damen aus dem Hause möchte ich auch sehr herzlich danken. Ich habe jetzt selbst wenig Gelegenheit gehabt, mit ihnen Kontakt zu haben. Aber sie kriegen auf jeden Fall auch einen Kalender. Okay, dann tschüss.